Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Review auf weplayhandball.de. Salming bringt einen neuen Top-Schuh auf den Markt, den Salming Hawk. Top-Preisklasse, 160 Euro, Allround-Modell, was er kann, das schauen wir uns jetzt im Detail an. Salming geht beim Hawk einen interessanten Weg. Das Top-Modell im Speed-Bereich, Cobra bei 160 Euro, setzen sie auf 150 Euro und den Hawk auf 160 Euro oben drüber. Damit schaffen sie ein klassisches Allround-Modell im Top-Schuh-Bereich. Schauen wir uns das mal hier an. Das Mesh-Material seht ihr schon allein vom Design her, die Oberfläche, erstaunlich schlicht gehalten für Salming-Verhältnisse. Da gehen sie also auch vom Design her schon einen komplett anderen Weg. Vorher kunterbunt, jetzt zweifarbig mit einer transparenten Sohle. Also da etwas cleaner im Design. Das Obermaterial besteht aus zwei Schichten, einer PU-Schicht, die da drunter liegt und dann so ein Netzmuster, PU-Verstrebung oben drüber. Spart sehr viel Gewicht ein, macht den Schuh sehr leicht. Ob es auch ausreicht, um die Stabilität zu gewährleisten, das wird sich zeigen. Zumindest jetzt im ersten Eindruck stimmt mich das ganz positiv. Im vorderen Bereich obligatorisch die Zehenkappe, da verstärkt, auch verstärkt hier vorne die Ansätze der Ösen. Also hier da, wo die Schnürsenkel ansetzen, sind die Ösen nochmal mit einer PU-Schicht nochmal verstärkt. Die Ferse auch am Ende. Das ganze Material aus einem Stück genäht, setzt sich erst hier in der Ferse dann wieder zusammen und wird hier übernäht von dieser Lasche. Das Erstaunliche daran, alle anderen im Bereich 140, 150, 160 Euro setzen auf eine Booty-Konstruktion. Hier sieht man schon, es ist eine ganz klassische Laschenkonstruktion mit einer sehr, sehr dünnen Lasche. Da haben sie auch nochmal viel Gewicht eingespart, macht den Tragekomfort sehr, sehr angenehm. Aber das Interessante dann wirklich erst auf der Sohle. Zumindest mir ist nicht bekannt, dass es irgendeinen anderen Hersteller bisher gab, der eine transparente Sohle gemacht hat. Das ist ein cooler Designeffekt. Man sieht dieses Hawk-Logo hier durchschimmern. Das haben sie nochmal auf die Brandsohle drauf gemacht. Ansonsten besteht diese Sohle aus diesen Waben wieder, aus diesen Wabenkonstruktionen, die in 4, 5, 6 verschiedene Richtungen optimalen Grip und Stabilität bei Richtungsänderung versprechen. Auch hier haben sie wieder eine weit ausgestellte Außensohle genommen, die hier sehr, sehr hart ist, auch hier hinten an der Ferse an der Kante sehr, sehr hart, und ihr seht schon diese beiden ausgestellten Panels hier, die nochmal extra Grip bei allen Richtungsänderungen nach außen nochmal zusätzlich Stabilität geben. Wieder im Vorderfuß relativ flexibel gehalten, also man sieht das schon, der Vorderfuß ist extrem flexibel, während im hinteren Bereich ist sehr, sehr steifes. Optimale Richtungsänderungen sind damit möglich, gute Abrollbewegung, aber auch eine gute Stabilität im Mittelfuß. Der Schuh sieht zwar nach einem Speedschuh aus, ist aber von seiner Stabilität im Mittelfuß auf jeden Fall eher ein stabiler Schuh. Das heißt, Gewicht eher Speed, Stabilität eher stabil. Eine sehr gute Mischung, deswegen aus meiner Sicht sehr, sehr guter Allround-Schuh. Ich persönlich bin sehr angetan vom Hawk. Das liegt zum einen am schlichten Design. Ich war nie ein großer Freund davon, den Schuh mit zu vielen Farben vollzupacken. Und aber auch, was die Performance-Werte angehen. Denn erstens, er ist leicht, hat Speed-Elemente drin, ist aber trotzdem auch sehr, sehr stabil im Mittelfußmaterial, im Mittelfußbereich. Für uns auf jeden Fall einer der Gewinner der Saison, verschiebt oder verdrängt auch den Cobra so ein bisschen von der Top-Position bei den Salming-Schuhen. Wir würden ihn auch eher Allroundern empfehlen, also vielleicht Rückraummitte oder flexible Rückraum links, Rückraum rechts Spieler. Der ein oder andere Kreisläufer kann ihn vielleicht auch mal tragen. Dementsprechend für viele Positionen verwendbar, eher ein stabiler Schuh als ein Speedschuh, aber mit Elementen von beiden. Wir freuen uns auf eure Meinung, eure Kommentare zum neuen Top-Modell von Salming hier auf dem YouTube-Kanal, auf Facebook, in unserer Community oder natürlich auch direkt über unseren Online-Shop weplayhandball.de. Bis zum nächsten Mal.